Danke. Liebe Parteifreunde, ich trete heute an, weil ich weiter entschlossen für die AfD kämpfen werde. Und ich kämpfe weiter für die AfD, weil die Altparteien auch weiter versagen werden. Weil sie weiter ihre verfilzte Gesinnungspolitik machen werden und weil das endlich ein Ende haben muss. Und ich werde auch weiter für die AfD kämpfen, wenn ihr mich heute nicht wählt. Vor 2 Wochen hat mein Kreisverband mir das Vertrauen ausgesprochen. Sie haben mich als Direktkandidaten aufgestellt und sie haben mich in meinem Amt als stellvertretender Kreissprecher wiedergewählt. Letzte Woche bin ich als neuer Beisitzer für die Alternative für Kommunalpolitik gewählt worden, weil auch da wir uns engagieren müssen und diesen Verein voranbringen müssen. Ich bringe mich ein, wo ich kann und wo ich gebraucht werde. Mit oder ohne Mandat im Landtag. An dieser Stelle oder an anderen. Ehrenamtlich oder als Vollzeitpolitiker. Ich bin kein Professor, kein Doktor und auch kein Lehrer. Aber als Koch und Hotelkaufmann und als Selbstständiger weiß ich, was harte Arbeit bedeutet. Jeden Tag und manchmal auch 7 Tage in der Woche. Ich arbeite analytisch und gehe sachlich an Probleme heran. Und weil ich das gut kann und weil ich diese Fähigkeit habe, werde ich auch oft um Rat gefragt. Und eins tue ich auch nicht. Ich gehe nicht von Bord, nur wenn mal der Sturm weht, sondern werde weiter sehen, dass wir die Segel richtig setzen. Ich erarbeite Lösungen, die für die Praxis taugen. Egal wie schwierig, kompliziert oder verfahren eine Situation ist. Und dann beiße ich mich lieber fest, bevor ich nachlasse. Ich nenne jetzt noch einige meiner politischen Themen, die ich bearbeiten will. Zum Beispiel die fehlenden Mittel in den Kommunen, um abgelehnte Asylbewerber abzuschieben. Oder die unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge. Die kosten uns jeder einzelne 30.000 Euro pro Monat. Das sind allein auf Nordrhein-Westfalen gerechnet 330 Millionen im Jahr. Und die sozialen Bildungsträger und den zweiten Arbeitsmarkt, habe ich letzte Woche ja schon mal beschrieben, das verschlingt tatsächlich Milliarden. Und dann wird uns die Flüchtlingskrise auch noch als Jobmotor verkauft. Das muss alles aufhören. Ich finde, das sind alles gute Themen für den Wahlkampf. Und diese Themen müssen wir aber auch aus dem Landtag packen. Ich halte meine Rede heute bewusst kurz, denn wir haben ein strammes Programm zu meistern. Und heute und morgen geht es darum, unsere Landesliste zu führen. Und ich wünsche mir, dass wir diese Liste mit 50 bis 60 Personen füllen. Kandidaten haben wir genug. Wählt die nach eurem Gewissen besten Leute nach vorne. Und wenn ihr mich dazu zählt, dann bin ich stolz darauf. Entlarven wir aber die Machenschaften von Rot, Grün, Schwarz, Gelb und Rosa-Rot. Wir müssen jetzt unsere Kräfte konzentrieren und unsere innerparteilichen Scharmützel endlich beenden. Blicken wir nach vorne auf unser Land und auf unsere Ziele. Jedes Prozent, das wir holen, ist ein Prozent weniger für die Altpartei. Und jedes Prozent mehr bringt uns näher an eine bessere Politik. Und jedes Prozent AfD sorgt für ein bisschen besseres NRW. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Gibt es Fragen an den Kandidaten? Sie hatten die Alternative zur Kommunalpolitik angesprochen, in die Sie jetzt neu hineingewählt worden sind. Was sind Ihre Ideen, diesen Verband endlich nach vorne zu bringen? Also die Alternative für Kommunalpolitik hat ja die Aufgabe, die Kommunalpolitiker zu schulen und unsere Mandatsträger zu schulen in vielen Bereichen. Das geht über Rhetorik, das geht über, wie bringe ich vernünftig Anträge in die Räte und in die einzelnen Positionen ein. Das geht auch, ich sag mal, in vielen, vielen Bereichen. Wie können wir uns besser miteinander vernetzen? Wie können wir den Austausch einfach besser machen innerhalb dieser Organisation und unter unseren Mandatsträgern? Ja, in diesen Bereichen möchte ich mich gerne einbringen. Also ein Vorschlag zum Beispiel war mal, eine zentrale Datenbank aufzubauen, wo jeder, der dem Rat einen Antrag stellt, und der Nächste kann das abrufen, weil da ist sehr viel zu duplizieren und das würde unseren Mandatsträgern sehr helfen. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Ja, Christian Lenks, Kreisverband Warndorf. Herr Hummel, ich hätte noch eine Frage. Wenn Sie im Landtag sein sollten, Sie haben jetzt eben sehr häufig das Wort Flüchtling verwendet, wäre es da vielleicht nicht klüger, dass wir uns nicht der Wortwahl der Altparteien bedienen, sondern treffend von Asylzuwanderern reden sollten?
Herr Blex, ich denke, wir wissen alle, was gemeint ist, und ich werde auch in jedem Fall da eine Wortwahl wählen, die immer dazu geneigt ist, auch nach außen uns positive Resonanz zu bringen. Ich denke, Wortspiele sind nicht unser Problem, sondern vor allem in erster Linie sind es unser Problem, die Probleme, die wir im Land haben, und die müssen wir lösen. Die nächste Frage. Johannes Brinkhoff, Kreisverband Gütersloh. Herr Rumler, wie stehen Sie denn zu dem neuen Unterhaltsvorschussgesetz? Ich weiß, dass Sie da auch darüber Bescheid wissen durch die Kreistagstätigkeit. Also grundsätzlich finde ich dieses Unterhaltsvorschussgesetz, was jetzt erlassen wurde, positiv, vor allem für die Elternteile, die eben alleinerziehend sind und wo sich der andere Elternteil davor verweigert, diese Gelder zu zahlen. Es ist aber ein Riesenproblem für unsere Kommunen, da bisher die Leistungen überhaupt nicht geklärt ist, wer jetzt für diese zusätzlichen Gelder aufkommen soll. Das heißt, bei uns allein im Oberbergischen Kreis haben wir dadurch ein Fragezeichen über 4,9 Millionen. So, und das können Sie jetzt gerne aufs Land hochrechnen, mal 54 Kreise, die wir haben. Also da sind wir auch locker für die Kommunen bei einem Risiko von 500 bis 600 Millionen. Da muss eine Lösung her und da muss eine klare Finanzierungszusage an die Kommunen erfolgen. Punkt. Weitere Fragen? Sind eine Meldung? Nein. Weitere Fragen sehe ich nicht. Ich zähle deshalb hinunter. 3, 2, 1.